endlich mal wieder mit einem Sieg im Rücken aufs Spielfeld marschieren. Das war für Ingolstadt und für Essen möglich. Der FCI, das Team von Guarino Capretti, nach zuletzt 5 Pleiten in Folge, 4:3 gegen Saarbrücken gewonnen. Und auch Christoph Dabrowski und RWE mit einem 2:0-Sieg gegen Dortmund nach zuvor 7 Spielen ohne Sieg. Und dieses Selbstvertrauen im eigenen Stadion kam bei Ingolstadt in der Anfangsphase ganz gut an. Beck in der 3. Minute mit einer Chance. Er hat im Hinspiel gegen Essen 2-fach getroffen, im letzten Spiel gegen Saarbrücken 3-fach. Da spricht man wohl von einer guten Mischung. Essen sehr kontrolliert in dieser Anfangsphase, gute Viertelstunde gespielt. Und sie versuchten es dann mal über Kefkir mit einem guten Ball ins Zentrum zu Rota. Er hat auch am letzten Spieltag ein Tor gemacht. Kopfball zum 2:0 gegen Dortmund. Viele Fans wieder dabei. RWE, die stehen für die meisten Auswärtsfans in der ganzen Liga. Im zweiten Durchgang wurde dann mal ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Vor allem Ingolstadt versuchte mehr zu investieren in der Offensive. 48 Minuten gespielt, Patrick Schmidt. Beide Mannschaften kamen aber vor allem über ein kontrolliertes Aufbauspiel. Dann gab es 2 Slapstick-Szenen. Eigentlich Einwurf für Essen, aber Kopacz von Ingolstadt denkt sich, ach komm, ich probier's mal, sieht dafür gelb. Und kurz darauf gab es noch eine kuriose Aktion. Björn Rota mit dem doppelhändigen Blockversuch. Beide Aktionen wurden mit der gelben Karte bestraft. 2 Schmunzler in Durchgang 2. Steigen wir wieder um auf die sportlichen Highlights dieser Partie. Die ließen bis in die Schlussphase auf sich warten. 80. Spielminute. Viel Platz für Kefkir zum Flanken und viel Platz für den Abschluss. Cedric Harenbrock. Der ist seit 2017 bei RWE und macht hier sein erstes Profitor. Die letzten Wochen fiel er verletzt aus. Und jetzt profitiert er davon, dass Lugicki sich verschätzt und macht es dann mit dem Knie das Tor. Und wird das vielleicht der erste Auswärtssieg für RWE im neuen Jahr? Das war die Frage, die sich alle stellten. Ingolstadt jetzt auf einmal offensiv voll da. Das ist Beck, der Dreifachtorschütze der Vorwoche. Kann auch gut auflegen, aber Test droht. Wie kann er den denn liegen lassen? 5 Minuten vor dem Ende der Mittelstürmer des FCI. Dieses Jahr lässt er unglaublich viele Großchancen liegen. Er ärgerte sich wahrscheinlich noch, aber es gab weitere Möglichkeiten für seine Mannschaft. Lugicki. Essen fehlte jetzt diese Cleverness, mal den Ball vom eigenen Tor wegzuhalten und Ingolstadt den Zahn zu ziehen. Es kam ein Angriff nach dem nächsten aufs Tor zugerollt und jetzt wird es ganz bitter für alle, die es mit RWE halten. 90. Minute, eigener Einwurf und dann geht's schnell. Der eingewechselte Preisinger auf den eingewechselten Hawkins und jetzt kommt er, der Ausgleich. Kurz vor Schluss darf der Heimfanblock nochmal jubeln. Hawkins mit dem Treffer, der Pass von Preisinger wunderbar temperiert. Und somit ist es für RWE nicht der lang ersehnte Auswärtssieg. Und immerhin Ingolstadt nach schwierigen Wochen mit einem Punkt zu Hause. Und das bedeutet auch durchatmen bei Guarino Capretti. Kompliment an die Jungs, dass sie es gedreht haben, dass sie genauso wie letzte Woche Rückschläge, die nehmen wir auf, nehmen wir hin, aber wir wollen sie nicht so stehen lassen. Wir hätten gerne den Dreier mitgenommen, sind jetzt natürlich schon enttäuscht, aber die Leistung, die war wirklich absolut in Ordnung und ja, wir müssen es wieder akzeptieren. Ja, das ist jetzt das 3. Mal, wir müssen aber wirklich lernen aus den Situationen. Und dennoch der Gang nach dem Spiel zur Kurve war ein guter, ein weiterer Punkt im Kampf um den Klassenerhalt für RWE. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.